Und zugeschaltet ist mir jetzt der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Henning Otte von der CDU. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Werther. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr eines chinesischen Angriffs auf Taiwan? Na, China sagt sehr deutlich, dass sie keine Mittel ausschließen wollen, um Taiwan sozusagen einzubeziehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die werteorientierte Gemeinschaft eine klare Haltung hat, eine klare Position hat, um zu sagen, nicht das Recht des Stärkeren darf wirken. Es darf keinen militärischen Konflikt geben. Der französische Präsident Macron hat ja nun die EU gewarnt, sich in den Konflikt hineinziehen zu lassen, in einen Konflikt, der sie eigentlich nichts angeht. Und die USA werden wahrscheinlich in einem Falle eines solchen Angriffs von uns Solidarität einfordern. Wie sollte Deutschland dann handeln? Also Waffenlieferungen und an die Seite Taiwans stellen oder, wie es Macron jetzt vorgeschlagen hat, sich raushalten? Die Devise muss sein, dass wir alle geschlossen stehen, dass China deutlich spürt, dass dies keine zu akzeptierende Handlung wäre, ein anderes Land zu überfallen. Denn Auswirkungen solcher Kriege gibt es weltweit. Das hat auch der Krieg in der Ukraine gesehen. Und deswegen gilt es, dass Macron sich wieder einrichten muss in der Gemeinschaft, in der Europäischen Union. Und dass wir eine verstärkte Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten suchen. Doch mal die Frage, im Falle eines Angriffs, sollte Deutschland sich dann mit Waffenlieferungen an die Seite Taiwans stellen? Na, soweit ist es ja nicht. Und deswegen gilt es, alle Mittel zu nutzen, alle diplomatischen Wege zu nutzen, um deutlich zu machen, ein militärischer Konflikt darf nicht entstehen. Und nochmals, dafür dient die Geschlossenheit. Und darum geht es. Europa muss mehr Verantwortung übernehmen, Deutschland auch, aber mit den USA. Und vor allem sollte sich die Bundesregierung auch mal äußern, wie sie dazu steht. Mit einer China-Strategie, wenn Deutschland sie hätte, wären wir besser aufgestellt. Sie sagen, wenn Deutschland eine China-Strategie hätte, jetzt haben wir gerade Wolfgang Ischinger im Beitrag gehört, er hat ja gesagt, es gibt nicht nur ein Fehlen der China-Strategie in Deutschland, sondern in Europa, also müsste man nicht erst mal da ansetzen, dass Europa sich einig wird, wie man mit China umgehen sollte? Meines Erachtens setzt das voraus, dass Deutschland als wichtiges Land selbst eine Strategie hat, weiß, wohin es will. Und hier ist der Bundeskanzler Scholz aufgefordert, sich zu äußern. Er hat sich offensichtlich weder vorher abgestimmt über den Besuch von Macron noch nachher. Und Schweigen bringt uns hier nicht weiter, sondern jetzt gilt es, klare Positionen zu äußern, werteorientiert zu sein, Partnerschaft zu den USA, um China deutlich zu machen, ein militärischer Konflikt darf nicht entstehen, sollte nicht entstehen und würde geächtet werden von der Gemeinschaft. Würden Sie denn im Falle eines solchen Angriffs, beziehungsweise wenn die Provokationen durch China, wir haben das Militärmanöver in den vergangenen 3 Tagen gesehen, wenn die Provokationen durch China zunehmen, für Sanktionen gegen China plädieren? In Russland haben wir das so gemacht. Ja, China muss wissen, dass es nicht ohne Konsequenzen abgehen würde, wenn sie Taiwan überfallen würden. Aber auch hier gilt es, nicht national alleine zu agieren, sondern EU abgestimmt, im Schulterschluss mit den USA, immer lage- und situationsorientiert. Aber eins muss deutlich sein, wir dürfen das nicht konsequenzlos hinnehmen. Und deswegen ist die Aussage von Macron auch falsch. Sagen, die Aussage von Macron ist falsch. Wie schädlich wird eine solche Aussage für den Zusammenhalt in Europa, beziehungsweise wie gespalten ist die EU nun? Sie ist nicht gespalten. Macron sollte das wieder richtigstellen. Vielleicht hat er sich auch zu sehr beeinflussen lassen von seinem Besuch in China. Auf gar keinen Fall darf sich China jetzt ermutigt zeigen für einen möglichen Konflikt. Und deswegen ist es wichtig, dass hier der Bundeskanzler der Bundesrepublik Führung übernimmt und deutlich macht mit anderen EU-Staaten, nein, ein solches Handeln würde nicht akzeptiert werden. Deutschland muss mehr Verantwortung in Europa übernehmen, aber immer im Schulterschluss und in Partnerschaft mit den USA. Henning Otte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.